Der geheime Anfang der Bad Wheels. Wer braucht schon Taschengeld, wenn man einen ganzen Laster voll Geld haben kann? Gebt euch alles an einem einzigen Ort aus, Pupsi. Bei mir. Das ist bezaubernd, Harley. Aber wir haben das Geld alle zusammen gestohlen. Also wird der Joker das Vermögen mal lieber ganz brav mit uns allen teilen. Wah, wah, wah. Das stimmt, Pinguin. Zwingt mich nicht, das Geld einzufrieren. Typisch Mr. Freeze. Immer Eiswortspiele parat. Hey, ihr kauzigen Komplizen. Geduldet euch noch kurz, bis ihr das Geld zählt. Was meinst du damit, Riddler? Ein Rätsel für euch. Was hat 10 Räder, 3 Umhänge und verdirbt jeden Spaß? Das ist Batman! Und Robin! Und Batgirl! Das ist die ganze Bat-Truppe! Verteilt euch! Sie trennen sich. Wie eine ausgelutschte Rockband. Wen soll ich mir vornehmen? Die Auswahl ist groß. Nimm, wen du willst. Gefällt dir mein neuer Van, Batman? Ich habe ein paar optionale Extras einbauen lassen. Und Abflug! Streng dich etwas mehr an, Clown. Ich schnapp dich und das weißt du. Wir können unsere Gegensätze doch sicher irgendwie überbrücken, Batgirl. Oder vielleicht halt auch nicht. Weh, weh, weh. Dann mal los. Das war nicht schlecht. War es nicht, in der Tat. Aber ich glaube, mir wird gleich schlecht. Sorry, Vögelchen. Ich lege dich jetzt auf Eis. Ich aktiviere den Bat-Laser. Ich werde dir einheizen, Freeze. So ein Eis. Oh, Wasser. Ich weiß, dass Robin Rotkehlchen heißt, aber mein Lieblingsvogel ist viel mehr. Die diebische Elster. Schnapp ihn, Harley! Hey, ich hab gesagt, schnapp ihn, nicht mich! Sorry, Kühlklotz, mein Fehler! Oh, Stillheiten, okay? Du bist der Nagel, ich bin der Hammer! Ach ja? Du bist vielleicht hammernervig, du kommst in den Knast. Du bist dran, Pupsi! Früher hat mir mein Fahrlehrer geraten, dass ich nie wütend fahren soll. Wahre Geschichte. Aber er hat nie was darüber gesagt, lustig zu fahren. Große grüne Kluppen vom schmierigen Zuckerglibber. Du lachst darüber, dann wird dir dieser Brüller erst recht gefallen. Na, überhaupt nicht! Du hast noch nie Spaß verstanden. Du kannst nicht entkommen, Pinguin! Gib auf! Wie meine Mama einst immer zu sagen pflegte, wenn du nicht weiterkommst, dann schwimm davon! Dann bis bald, Batgirl! Was? Ich glaube,
glaube, da hat was angebissen. Ja, ich habe einen großen gefangen. Vier erledigt. Einer noch. Hey, wo ist das gestohlene Geld hin? Das werdet ihr nie rausfinden. Ist euch über den Kopf gestiegen. Schanzmodus. Ja. Dann los. Jetzt habe ich das Geld ganz für mich allein. Oder nicht? Oh. Das Einzige, was du für dich allein haben wirst, ist eine gemütliche Zelle. Das war gute Arbeit. Moment, wir haben jeden Bösewicht in Gotham erledigt und das ist alles, was du sagst? Ja, nicht mal ein. Toll gemacht, yo. Ihr müsst mich da wohl mit jemand anderem verwechseln. Du bist Batman, das stimmt doch. Und Batgirl und Robin. Sind wir. Oh, gut. Der Bürgermeister will, dass ich euch zum Gothamer Rathaus bringe. Als Dank für diese atemberaubende Leistung von euch will er euch die Schlüssel der Stadt überreichen. Ja, bitte. Das ist so cool. Kommt nicht in Frage. Richten Sie unseren Dank aus. Bitte, lass uns hingehen. Komm schon. Wir beschützen die Stadt nicht, um Preise zu kriegen. Tja, bei der Zeremonie wird auch Geld für Bedürftige gesammelt. Siehst du, es ist für einen guten Zweck. Und haben wir nach all dem nicht ein bisschen Spaß verdient? Was ist mit... Der Batcomputer bringt für uns die Fahrzeuge zurück in die Höhle. Meinetwegen. Ausnahmsweise. Batcomputer, hol die Fahrzeuge zurück. Sofort, Batman. Starte Autokontrollsysteme. Ja! Oh ja, ich wurde noch nie in der Limo mitgenommen. Wow. Batman, sieh dir das an. Guck mal, ein Schiebegang. Im Eingangstunnel. Ich komme rein! Was? Wer? Oh nein, das war ich nicht! Jemand oder etwas versucht, in die Betthöhle einzubrechen. Ich rechne mit weniger als 10 Minuten, bis es uns erreicht hat. Unternimm mehr als nur zu rechnen. Tu etwas! Oh je, ich bekomme kein Signal und keine Ortung von Batman, Robin oder Batgirl. Oh, das ist wirklich ganz toll! Versuch ruhig zu bleiben, Mo. Denk an deine Programmierung. Ich bin darauf programmiert, Panik zu haben! Oh, sehen wir es ein. Ohne Batman wären wir diesen Eindringling nie. Noch eine Tür! Oh. Es gibt da vielleicht doch einen Weg. Gut, dann behalte ihn bitte nicht für dich. Das Teil kommt näher. Oh je! Mo, geh zum Batsafe und hol die Kopien meines Bat-Motherboards. Dein Bat? Bitte was genau? Mein Bat-Motherboard. Die fortschrittliche Technologie von Batman, die es mir erlaubt zu sprechen und zu denken. Sie hat mich lebendig gemacht und könnte dasselbe mit ihm machen. Ein Auto, das spricht? Maschinen quatschen doch nicht. Oh, Moment. Ein voll funktionsfähiges, lebendes Batmobil könnte den Eindringling womöglich aufhalten, selbst wenn Batman es nicht fährt. Es ist wohl ein Versuch wert. Wird erledigt. Eine Lieferung Bat-Motherboards. Motherboards. Und bitte sei vorsichtig mit ihnen, Mo. Sie sind von unersetzbarem Wert. Vorsicht ist mein zweiter Vorname. Nein, um ehrlich zu sein, Harvey. Bist du dir wirklich ganz sicher, BC? Ein Auto zum Leben erwecken? Ich habe Horrorfilme gesehen, die so anfangen. Batman hat diese Backup-Motherboards erstellt, falls ein Notfall eintritt. Ich würde sagen, das ist einer. Diese Typen mögen wirklich keinen Besuch. Klopf, klopf. Ja, 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 das ist so einer. Ich bin ein Fan von diesem Plan. Ein großer Fan. Ich schlage vor, du beendest die Installation mit mehr Eifer. Beweg deine Schrauben, Mo. Klar. Okay.
Halt deine Schaltkreise fest. Hallo? Bist du wach? Wow! Wo bin ich hier? Was ist passiert? Du weißt, wo du bist, Bam. Du verbringst die meiste Zeit hier. Und zu dem, was gerade passiert ist... Es gab einen Sicherheitsalarm und dann wollte ein Eindringling die Betthüllenverteidigung zerstören. Dann gab's keine Verbindung zu Batman, also mussten wir diese Batmotherbot-Dinger holen und sie in dich einbauen und dann... Wir brauchen deine Hilfe, Bam. Ja, genau. Wieso nennt ihr mich immer Bam? Das ist einfacher als Batmobil. Ich bin der Batcomputer, aber du kannst mich BC nennen, wenn du willst. Hallo, BC. Und ich bin Mo, der mobile operative Experte. Du kannst mich... mobiler operativer Experte nennen. Oder Mo. Mo geht auch. Okay, klar, Mo. Aber ich weiß noch immer nicht, was mir passiert ist. Nun ja. Seit gerade eben brauchst du nicht mehr Batman, um herumzufahren. Ist das so? Ja, es ist so! Wuhu, ja! Du kannst jetzt alles selbst machen. Rumfahren, deine coole Ausstattung benutzen. Oh, Batarang! Wow! Sorry. Damit kannst du einem Bot den optischen Sensor ausstechen. Und ja, du kannst reden, Bam. Kann ich das? Ja, das kann ich! Echo! 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 Moment, kann ich auch mit Batman reden? Ich fürchte nicht, Bam. Kein Mensch wird erkennen können, dass du lebendig geworden bist. Ich habe es fast geschafft! Yeah. Oder nicht? Aber jetzt gerade musst du dich um was auch immer das da ist kümmern! Was meinst du mit kümmern? Du musst all deine fortschrittlichen Verbrechensbekämpfungsfähigkeiten einsetzen, um den Eindringling aufzuhalten. Genau wie Batman. Aber ich bin nicht Batman. Ich bin nur sein Wagen. Ich denke, du wirst merken, dass du viel mehr bist als das, Bam. Schatz, ich bin zu Hause. Oh, gefällt mir, was Batman aus dieser Höhle gemacht hat. Der Typ versucht, den Batcomputer zu klauen. Du musst was unternehmen, Bam. Alles klar, also los. Weg mit dem Schraubenzieher. Wow, ein redendes Auto? Der Tag wird immer komischer. Ich lasse nicht zu, dass du BC klaust. Also gut, dann schraube ich dich einfach zuerst auseinander. Okay, du willst es nicht anders. Moment, was? Ja. Das ist das dritte Mal diese Woche. Weißt du, wie teuer ein solches Schmuckstück ist? Ja, viel mehr als sowas hier. Fett schmierfett aktivieren. Oh, nicht noch ein Fuß. Ganz genau, Ben. Zeig ihm, was du drauf hast. Pow! Fettmagnet auslösen. Bitte. Auf damit! Typisch ich. Ich verliere immer den Kopf. Ha! Du kannst uns nicht einschüchtern. Wir mussten nur eines dieser Mama-Bots in das Batmobil einbauen und jetzt ist es, als hätten wir einen zweiten Batman. Oh, du meinst diese Motherbots? Hey, hey, stopp! Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Gib sie zurück. Nur keine Sorge, ich will ab. Freundlich. Er ist entkommen. Du hast ihn verscheucht, Bam. Dankeschön. Solche Moves habe ich nicht gesehen, seit Batgirl mir gezeigt hat, wie man den Batusi tanzt. Du warst super. Ich wusste nicht, dass das in mir steckt. Du solltest wirklich nicht überrascht sein, Bam. Du bist das fortschrittlichste Auto, das jemals gebaut wurde. Vergiss das niemals. Ich verderbe euch nur ungern die Laune, aber dieser Roboter ist mit ein paar dieser Motherbots abgehauen. Wer weiß, was er damit bloß vorhat. Mo hat ganz recht. Wir wissen nicht, welche schrecklichen Dinge damit zum Leben erweckt werden könnten. Was sollen wir tun? Ich weiß, dass das noch alles neu für dich ist. Aber du musst diese Motherboards für uns zurückholen. Und zwar schnell! Das ist unglaublich! Nacho-Chips? Woher wussten die, dass ich komme? Voll krass! Wir haben Super Gotham Kong 2! Moment, das ist nicht der Weg zum Rathaus. Hey, hör auf, meinen Controller voll zu krümeln. Entschuldigung. Fahrerin, sollten wir nicht den Broadway nehmen? Fahrerin, sagen Sie mir, wieso wir uns vom Rathaus wegbewegen. Wir sind auf dem Weg zum Stadtrand. Wir sind in die Falle getappt. Ich habe keinen Empfang auf meinem Badphone. Moment, das ist eine Titan-Silber-Legierung. Die blockiert Telefonsignale.
Oh Mann, der Bat-Laser hilft uns auch nicht. Wir haben ein Problem. Ich sehe den Roboter nirgends, BC. Versuch es mit deinem Infrarot-Tracker. Oh, stimmt. Wow, cool. Ich sehe ihn. Er ist in so eine Art Mülldeponie gegangen. Der Park im Schrottplatz. Wieso will er... Moment, dort wurden die kaputten Schurkenfahrzeuge abgestellt. Die Schurkenfahrzeuge? Das hört sich nicht gut an. Batman, Robin und Batgirl haben sie alle außer Gefecht gesetzt. Ich glaube, wir haben keinen Grund, uns zu sorgen. Ja, genau das beunruhigt mich. Ich sehe mir das mal genauer an. Okay, Bat-Drohne starten. Den Bat-Computer offenbar nicht in deinem Besitz hast, gehe ich davon aus, dass deine Mission schief ging. Das war nicht meine Schuld, oh mächtigster der Mikrochips. Dieser hinterhältige Computer hat mich ausgetrickst. Mich interessieren deine kümmerlichen Ausreden nicht. Mein perfekter Plan ist vereitelt worden. Wann komme ich aus dieser lächerlichen Anzeigetafel raus? Es tut mir leid, oh prächtigster Prozessor. Sie hat Batmans Auto zum Leben erweckt und es hat mich angegriffen. Erzähl mir mehr von diesem lebenden Automobil. Ha, also bist du doch an meinen Ausreden interessiert. Raus damit. Ich hab's vielleicht nicht geschafft, den Bat-Computer zu schnappen, aber ich habe diese unglaublich fortschrittlichen Motherboards auf meiner Flucht mitgehen lassen. Gut, wirklich gut. Es gibt vielleicht immer noch einen Weg, mein Ziel zu erreichen. Und zwar den Bat-Computer loszuwerden und dann ihren aktuellen Platz als mächtigster Computer einzunehmen, den es auf diesem albernen Planeten gibt. Hey, ich stelle im Augenblick gerade meinen bösen Plan vor. Oh, also darum geht die Sache hier die ganze Zeit. Deshalb hast du die Weltfamilie in die Limo gesperrt und mich losgeschickt, um den Bat-Computer zu stehlen. Das hättest du mir vorher sagen können. Oh, oh. Batman und BC. Ja. Oder nicht? Ich muss ja auch nicht alles wissen. Kein Grund, Lila zu sehen. Sie hat vielleicht ein Fahrzeug zum Leben erweckt. Doch ich fahre gleich mit ganzen 5 Fahrzeugen auf. Und sie werden zur Bat-Höhle fahren und den Bat-Computer stehlen mit allen Mitteln. Du sagst es, oh Meister der Megabytes. Bau diese gestohlenen Motherboards in die Schurkenfahrzeuge ein, damit die ganze Flotte lebendig wird. Und verzüglich, oh großer Meister. Los jetzt! Alles klar. Aus den Federn. Es hat funktioniert! Mein vollkommen perfekter Plan offenbart sich vor meinen bösartigen Augen. Und nun die anderen. Quack, quack! Oh je. Yeah. War das wirklich notwendig? Ducky, Snowy, Quiz, Jester, Prank. Ihr seid das beste Schurkenfahrzeugteam, das je geschaffen wurde. Sind Sie nicht auch das einzige Schurkenfahrzeugteam, das je geschaffen wurde? Und ab heute nennt man euch nur noch die Legion der Düser. Fällt dir nichts Besseres ein? Wie wär's mit Quizzes Quellgeister? Na, das klingt furchtbar. Wir sollten lieber Duckys Diebesbande heißen. Nein, die Ha-Ha-Halunken. Wir sollten Jesters Gangsters heißen. Die Frostformation. Möglicherweise war Team ein etwas übertriebener Begriff für Sie. Ruhe jetzt! Oh nein! Ein Spion des Bat-Computers macht aus ihm Kleinholz. Das bedeutet, los, holt ihn euch los! Ja, die Düser sind hier. Sofort hier weg. Durch alle in Acht. So ist er. Diese Legion, doch im unsicher Macht. Ihr Batwheels, seid bloß vorsichtig und macht euch bereit. Wenn die Düser erscheinen, wird es fies und gemein. Entschuldige, Batman. Diesmal haben wir es wirklich vermasselt. Ja,
Diese ganze Limo-Sache war ziemlich sus. Ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Aber konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen. Richtig. Läuft. Wenn ihr ein Problem wirklich lösen wollt, dann denkt es vorher komplett durch. Jeder Käfig hat seine Schwächen. Ihr müsst euch nur die Zeit nehmen, sie zu finden. Großer böser Computer, Roboter, Motherboards, Legion der Düser! Wissen wir, wir haben alles gesehen! Wir müssen sie unbedingt aufhalten. Moment, was? Der Roboter allein war schon schwer genug, aber dann auch noch die ganzen Schurkenfahrzeuge? Und das vollkommen allein? Allein wirst du bestimmt nicht sein. Das ist super! Willkommen, Redbird. Du bist Robins Wagen. Das ist der Wahnsinn. Ja! Yeah. Ich bin Bam. Juhu! Jetzt geht's rund! Batgirl-Motorrad, hallo! Nicht so förmlich. Nenn mich Bibi. Okay, Bibi. Das sollte jemand entfernen. Hallöchen, Batwing. Ein guter Spitzname wäre doch... Wing? Kommt nicht in Frage. Wow! Das ist krass! Entschuldige, ich bin zum ersten Mal zum Leben erweckt worden. Schon okay. Ich war nur kurz etwas baff. Baff? Hey, das gefällt mir. Das ist unglaublich, oder? Voll abgefahren. Ich kann reden? Ich werde die Stille vermissen. Mega! Hey, versucht mal, mich zu fangen. Oh, hey. Schon dabei. Wow. Hey, pass doch auf. Nein, 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 das ist teuer. Was macht ihr da? Nein! Natürlich kommt das für euch sehr überraschend. Aber ihr seid aus einem bestimmten Grund hier. BC hat recht. Diese hinterhältige Legion der Düser hat es auf sie abgesehen. Das sind andere Fahrzeuge, die reden können. Und die ähneln euch. Die haben allerdings nur Böses im Kopf. Wir müssen sie aufhalten. Ein Moment mal. Wir wurden nicht als Helden gebaut, sondern als Transportmittel. Wir bringen Batman dorthin, wo er hin muss. Genau so ist es. Was sie gesagt hat. Was für ein Unsinn redet ihr da bloß? Ihr seid keine 0815-Dienstfahrzeuge, sondern bis zur Windschutzscheibe mit modernen Supervorrichtungen und Bildtechnik ausgestattet. Jeder von euch ist ziemlich außergewöhnlich. Zum Beispiel kann Bam Batarangs von bis zu 30 Metern Entfernung mit unglaublicher Genauigkeit abfeuern. Redbird, deine Tarnkappentechnologie ermöglicht dir Dinge, von denen andere Autos nur träumen. Bibi, du bist für die weltbesten waghalsigen Stuntfahrten entworfen worden. Batwing, deine Fähigkeiten in der Luft sind unübertroffen. Und Buff, deine mächtige Winde kann unglaubliche Leistungen vollbringen. Woohoo! Ja! Darf ich meine Winde sofort ausprobieren? Hey, wenn du es kaputt machst, bezahlst du's! Das alles und noch mehr macht euch zu einer ganz besonderen Gruppe von Fahrzeugen. Nicht nur eine Gruppe, ein Team und ich nenne uns die Batwheels. Yeah, klasse! Fantastisch! Eure Aufgabe ist der Schutz der Straßen von Gotham mit eurem Tempo, eurer Motorkraft und eurer einzigartigen Bat-Technologie. Und im Moment heißt das, dass ihr diese dösige Legion der Düser davon abhaltet, unsere BC zu klauen. Ihre Mitglieder sind bestimmt auf dem Weg hierher, aber wenn ihr euch beeilt, solltet ihr sie an der Gothamer Amüsiermeile abfangen können. Trauen wir uns das zu? Ich weiß nicht genau. Hört zu, ich weiß, dass ihr Angst habt. So ging's mir auch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wie Batman sein kann. Und ich weiß jetzt, dass ich recht hatte. Ich kann es nicht. Aber trotzdem kann ich ein tapferer Held sein, Leute. Und zwar ganz als ich selbst. Und bestimmt könnt ihr das auch. Ich bin dabei. Ich mach auch mit. Hey, ich auch. Sowieso. Wunderbar. Batwheels, drückt auf die Tube, wir geben Gas. Hey. Hey! Entschuldigung! Pass doch auf! Kommt schon! Darf ich dran erinnern, dass jeder von euch seinen eigenen Betthöhlenausgang hat? Hoppala! Voll vergessen! Entschuldigung! Ja, probieren wir das nochmal! Verbrecher in Gotham sind übel dran, weil das neue Bat-Team sie stoppen kann. Denn Batman und Robin reagieren dann prompt. Doch wisst ihr, wie ein Held so sein? Mal an,
was wir hier haben. Fledermäuse auf Rädern. Wir lassen nicht zu, dass ihr den Bettcomputer klaut. Tja, dafür lassen wir aber nicht zu, dass ihr nicht zulasst, dass wir ihn klauen. Hä? Oh. Greift sie an, Jungs! Jungs, die Dame im Bund hat doch am meisten drauf. Yeah! Hey, pass mal gut auf. Es soll heute Glatteis geben. Oh, ich komm ins Schleudern! Vorsicht! Die Fahrt kann etwas ungewöhnlich werden. Quack, quack! Hey! Was hat ein Motorrad, das ganz oben auf einem Riesenrad festsitzt? Ein Riesenproblem! Das ist nicht witzig. Jetzt hab ich dich! Vielen Dank, dass Sie mit Grünglimmer Airways geflogen sind! Auf Wiedersehen, Bett-Trottel! Wir schneen uns! Quack, quack! Macht's gut! Wir bekommen das nicht hin. Wir sind keine Helden auf Reifen. Sondern eher Pfeifen. Aber wir können nicht aufgeben. Diese Bösewichte sind hinter dem Bettcomputer her und wir sind die Einzigen, die ihnen im Weg stehen. Wir haben ihnen schon im Weg gestanden. Sie haben uns überrollt, wie ihr wisst. Hey, wieso dreht sich hier alles immer zu im Kreis wie im Karussell? Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen. Wieso haben wir dann die Hinterräder versohlt bekommen? Einfach, weil wir noch neu sind. Wir werden das rauskriegen. Wir müssen daraus lernen und beim nächsten Mal schlauer sein. Du hast recht. Es war vielleicht nicht meine beste Idee, gegen einen Helikopter anzutreten. Ein Bösewicht in der Luft benötigt einen Helden in der Luft. Überlasst ihn mir. Und dieses Schneemobil war einfach sowas von zu riesig für mich. Mir kam der gar nicht so riesig vor. Lasst mich das erledigen. Ja, genau sowas meine ich doch. Wir probieren's nochmal, nur diesmal mit deutlich mehr Grips. Was ist das? Hat mehr Kraft, okay. Raus. Sofort stehen bleiben, Düser! Hier schon wieder? Wollt ihr noch mehr? Oh, gut! Dieses Mal gehen wir nicht mehr so sachte mit euch um! Quack, quack! Legen wir los, Batwheels! Diesmal hab ich dich! Davon, Jester! Oh nein! Oh Mann. Willst du ein Eis, oh. Kleiner? Bam hat gesagt, wir brauchen Grips. Gleich bist du baff, Eismann! Oh nein! Hirnfrost! Ja! Ich wette, das kannst du nicht! Kinderspiel für mich. Ha! Zeit zum Innehalten. Oh, direkt in den Rotor. Wie gefällt dir das? Wir haben es geschafft! Darauf kannst du deine Stoßstange verwenden. Stell dir das mal vor! Du hattest wohl recht, Bam. Wir können nicht Batgirl oder Batman oder Robin sein. Aber dafür sind wir eines umso mehr. Die Batwheels! Kurz gemacht, Batwheels. Aber der Job ist noch nicht erledigt. Oh. Okay, wir haben die Verkabelung angezapft. Wir sollten die Schlösser deaktivieren können. Moment, dabei wird mein Handy durchschmoren, oder? Vermutlich. Okay, Daumen drücken. Hey, das war's! Nachdenken war definitiv hilfreich. Verschwinden wir von hier. Hm.
bist du? Oh, Passagiere dürfen nicht nach vorne. Vorne, 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 vorne. Los, raus! Endlich geglückt, Infos über deinen Aufenthaltsort zu erhalten, Batman. Und dann hast du die Fahrzeuge geschickt. Ich habe in jedes davon eine neue Technologie eingebaut. Ich habe ein Update des Autokontrollsystems durchgeführt. Es ermöglicht euren Fahrzeugen, euch zu finden und euch zu helfen, wenn ihr sie braucht. Das ist der Oberhammer, oder? Anscheinend haben die noch weit mehr drauf, als selbst ich es geglaubt hätte. In der Tat. Wer weiß, welche unglaublichen Sachen sie als nächstes machen. Moment, heißt das, wir bekommen keine Schlüssel zur Stadt? Halb so schlimm. Wir haben schon die einzigen Schlüssel, die wir brauchen. Wisst ihr, wie ein Held zu seinem Einsatz?